Willkommen zu einem weiteren Duell, und zwar dieses Mal wieder mit den Lightspawn Clowns. Und ich würde gerne nicht anfangen, wenn ich darf. Die Hand gefällt mir erneut sehr, sehr gut. Ah, ich muss leider anfangen. Ach, warum muss ich immer anfangen? Das nervt doch. Mache nicht viel. Das ist echt ein Deck, das ist so schnell, das will ich anfangen. Ja, der Mill war ja jetzt ganz toll. Wow. Ich will nichts machen. Das macht keinen Sinn. Ich könnte jetzt irgendwie hier groß was anfangen, aber ich mill lieber ein bisschen mit Reiten und beende den Zug. Und nächste Runde gehe ich dann auf OTK. Ist einfach schlauer. Vielleicht spiele ich das auch falsch, aber ganz im Ernst, was will ich denn hier groß spammen? Ich kann jetzt hier volles Feld zu spammen, wenn er mich dann wegbekommt, habe ich nichts mehr. Macht keinen Sinn. Da spamme ich lieber in den OTK rein, wenn ich dann angreifen darf. Trap Tricks, das wird eklig. Gegen Control Decks könnte es eklig werden mit dem Deck hier. Oh, er spielt die Fallgrube. Die will ich nicht spielen, weil die kommt immer tot, wenn du schon Fallenkarten im Grave hast. Es sei denn, es ist seine einzige Fallenkarte im Deck, aber das wäre sehr, sehr merkwürdig bei so einem Deck. Was genau kann denn die Fallgrube? Einfach zwei Monster zerstören, ne? Genau. Können wir da drumherum spielen? Eigentlich nicht. Machen wir es mal so. Millen noch ein bisschen. Und dann holen wir uns in die Hand Lyla. Ist eine coole Idee. Aktivieren Trickclown. Und Spezialbeschwören Trickclown. Das könnte der Punkt sein, an dem er seine Falle aktiviert. Dann hätte ich mir auch nicht Lyla nehmen müssen. So, jetzt kommt Lyla. Jetzt muss er es aktivieren. So, was zerstört er? Ich würde Reiten und Lyla zerstören. Macht er nicht, okay. Er lässt sogar das starke Monster da. Finde ich angenehm. Machen wir so. Holen uns noch hier den Hütchenspieler raus. Aktivieren ihn. Und gehen dann mit Noden. Und Reiten. Wobei, nein. Uns den. Wir gehen mit Noden und Lyla auf Minerva. Millen nochmal was gratis. Dürfen eine Karte ziehen, bekommen Wolf geschenkt. Was haben wir jetzt hier noch? Blumenzwiebel. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir so. Und holen uns Trishula. Denn der ist OP. In jeder Hinsicht. Und dann verbannen wir einfach mal dich. Dich. Und dich. GG getroffen, wunderbar. Gut, haben wir den OTK? Nein, haben wir nicht. Leider nicht. Das sind 6800 Schaden. Das tut aber sehr stark weh. Mehr kann ich aber leider nicht raushauen diese Runde. Zack. Zack. Und zack. Und mein Rageki habe ich auch noch. Kann er noch was dagegen machen oder ist er komplett tot? Boah, die neuen Möglichkeiten mit den Clowns sind so dermaßen unfair. Das ist richtig heftig. Seraphen? Okay. Ich verstehe nicht ganz sein Deck. Warum spielt er die Fallenstellerin, aber die heimtückische Fallgrube und scheinbar keine anderen Fallen? Das macht keinen Sinn. Man muss in einem Fallenstellerin-Deck Bottomless und Co. spielen, sonst ist es doch komplett random. Wir haben jetzt aber ein Problem. Tatsächlich. Weil da drüben wird gerade hart gespammt mit Monstern.
Und das könnte wehtun. Infinity. Infinity ist aber nicht schlimm. Infinity ist nicht so schlimm. Wir haben Raigeki und können nächste Runde weiter spammen. Ist nicht das Problem. Nova. Und Infinity. So, er frisst jetzt meine Minerva und tötet meinen Wolf. Und nächste Runde ist er tot. Wow. Dagegen kann ich nichts machen. Wir haben verloren. Das ist so ziemlich das Behindertste, was er hätte ziehen können. Wow. Ja, wenn du so gegen sowas verlierst, ne? Was willst du tun? Das ist... Ich kann nichts machen. Es geht gar nichts. Never mind. Ich habe vergessen, dass ich den Galaxie-Zyklon habe. Komm, annullier's. Ist mir egal. Nö. Du annullierst hier gar nichts. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. So, dann machen wir so. Und hauen damit den Clown in den Grave. Und er gibt auf. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein Duell, weil das ging extrem schnell. So, da sind wir auch schon im nächsten Duell. Eben ist einer geragequittet, als ich eine Lightspawn-Karte aktiviert habe. Oh verdammt, ich habe gerade angeklickt, dass ich anfangen will. Dummheit. Hoffentlich wird die Dummheit bestraft. Ja, sie wurde auch bestraft mit dieser dummen Starthand hier. Ich würde sagen, wir holen uns Raiden und Millen. Wobei, ich glaube, mit der Starthand will ich sogar anfangen. Nein, nicht die Lichtbrigade Millen, die brauche ich doch auf der Hand. Bin noch nicht die Instant-Fusion. Die Mills waren schlecht. Aber wir haben dennoch einiges in der Hinterhand. Der MRT geht ins Leere. Denn Durchbruchfähigkeit kann ich auch vom Grave aktivieren, problemlos. Ich meine, gut, schade, dass ich sie nicht zweimal verwenden kann, aber nicht schlimm. Und er spielt mit BA. Im Unranked. Ich meine, gut, die Ranked-Funktion geht gerade nicht. Zumindest bei mir. Aber trotzdem nicht cool. Du kannst mein Monster verbannen, oder? Nee, kannst du nicht. Achso, du kannst specialen. Okay, verstehe. Und eine Verdeckte. Das heißt, ein Feuerlecker auch noch. Geil. Ist ja eine tolle Voraussetzung für ein Duell. Dann würde ich sagen, machen wir so. Ja, er hat Fire Lake. Das ist ganz klar. Er macht ja nicht mal ein Geheimnis draus. Oh, doch nicht. Okay. Kann ich nichts gegen machen und das killt mich hier auch gerade ziemlich, weil... Jo. Kacke und so. Weil die Starthand schlecht war. Aber wir können immer noch ein Comeback starten. Wenn wir was Gutes ziehen. Solarwiederaufladung oder irgendwas. Oder einfach ein JD. Wobei wir den gar nicht holen könnten, glaube ich. Dante aktiviert, da sage ich nein. Dante wird diese Runde keine Angriffspunkte bekommen. Das wollen wir nicht sehen. Eine Battlephase hat er schon mal nicht. Das ist schon mal schön. Noch ein Dante, er will nochmal millen. Wenn die Lumina liegen bleibt, haben wir vielleicht noch eine Chance, was zu reißen, aber wenn nicht, dann wird es ein bisschen kacke. Schaden, das ist nicht schlimm. Ziemlich Wayne. Und der rennt rein. Ja, das ist mir Wurst. Nö.
keine Battle Phase für dich. Und dann kannst du deinen Zug beenden. Wunderbar. Lyla. Okay, dann haben wir sogar noch eine gute Normal Summon. Das ist schon mal schön. Dann machen wir Lumina. Und holen uns Raiden. Mit Raiden können wir nochmal millen. Machen wir natürlich auch. Boah, wir millen zwei Zauberkarten. Ah, das tut weh. Wie schlecht millen wir denn? Dann würde ich gerne... Wir müssen auf Risiko spielen, weil sonst verlieren wir hier. Ich würde jetzt eigentlich gerne Michael aktivieren, aber ich mache jetzt Folgendes. Kann sein, dass es dämlich ist. Aber ich will es probieren. Wir holen uns hier Minerva. Um einfach ein bisschen hier noch zu millen und zu ziehen. Es kann extrem nach hinten losgehen jetzt, aber es kann auch extrem geil sein. Ist es auch. Manchmal muss man was riskieren. Noden. Dann so. Und wir holen uns ein... Das ist egal. Lieber einen Empfänger. Haben wir irgendwas gemillt, was man aktivieren kann? Breakthrough. Also nein. Wir können jetzt mit Michael was verbannen. Will ich auch tun. Wenn ich ehrlich bin. Tschüss 1000 Life Points, tschüss Dante. Das aktiviert noch seinen Effekt. Und er wird verbannt. Aber nur bis zur Endphase. Genau. Dann darf Noden nicht angreifen, aber Michael zerstört den zweiten Dante. Wobei ich ihn vielleicht hätte... ich hätte ihn vielleicht da liegen lassen sollen. Wobei er hätte dann betäubende Magierin drauflegen können. Das heißt, so ganz tot war der Dante nicht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Kann man sich drüber streiten. Nice, die Mills waren gut. Endlich mal gute Mills. Aber irgendwann muss man halt auch was Gutes millen. Ich meine, das Deck ist ja nicht unendlich dick. So, und wir haben jetzt doch ein ganz gutes Feld hier. Das gefällt mir doch. Auf jeden Fall ein spannendes Duell. Wir haben Michael, wir können Karten recyceln. Deckout gehen wir auf jeden Fall nicht. Wir können ein Overlay machen oder ein Synchro. Wir haben sehr viele Options, aber er kann uns jetzt noch alles hier verderben in seiner Runde. Wenn er den richtigen Overlay macht. Nochmal Dante. Ich hoffe mal, der millt scheiße. Bitte nur Fallenkarten millen, bitte nur Fallenkarten millen. Na, die Mills waren schlecht, aber nicht so schlecht, wie erwünscht. Ha, schön, Skill Ran weg. Das ist angenehm. Weil Skill Drain ist schon eine Kackkarte gegen mich. Wobei ich glaube, ich sogar einige Effekte noch bekommen würde. Trotz Skill Drain. Weil die sich einfach in der Hand oder so aktivieren. Warum hat er den jetzt annulliert in seinen Effekten? Ja, er musste halt was auswählen, ne? Ist ja bei allen egal gewesen eigentlich. So, wen tötet er? Leider nicht die Minerva. Er zerstört Phyllis, okay. Und geht in Death. Gut, dann verbannen wir erneut sein Monster, würde ich sagen. Tschüss. Jetzt habe ich nicht geguckt, was sein Material war. Das Ding. Damit kann er jetzt eine Zauber der Fallenkarte discarden. Moment, wie hat das nochmal genau funktioniert? Okay, der hat nur so einen Sucheffekt im Grave. Nichts weiter Schlimmes, hier sind weiterhin nur Skill Drains, nur Rex Rules drin. Bringt mir also auch nichts, ich kann so machen. Kann Minerva aktivieren. Was ich auch gerne tun würde. Dann machen wir den weg. Nein. Und millen.
Really? Wow. Krass. Richtig geile Milz. Bei sowas könnte man nicht ausrasten. Hütchenspieler oder Trickclown? Ich würde erstmal Trickclown hier nehmen. Ja, und dann reinrennen. Der verbannt mir jetzt meine Minerva. Dadurch hat sie kein Material mehr. Ist aber nicht weiter schlimm. Schaden bekommt er trotzdem und ich bekomme meine Minerva wenigstens zurück ohne Material. Immerhin. Und ein Wolf kommt noch dazu. Wunderbar. Nächste Runde ist er tot. Während er nichts gezogen hat. Aber er dürfte langsam ziemlich hart out of steam sein. Er hat alle Dantes verschwendet, oder? Dante. Okay. Er hat keine Dantes mehr, wir haben eigentlich gewonnen. In den meisten Fällen hat man dann gegen VA gewonnen, weil wenn die keine Dantes mehr haben, die ganze Mill-Engine ist dann im Arsch. Es tut denen schon weh. Auf jeden Fall hat er jetzt ein Problem. Ein großes. Er weiß auch nicht wirklich, was er tun soll. Und er hat Soul Charge. Ah, okay. Was machst du denn, wenn du stirbst? Ich find's nicht. Ich meine, es hat noch irgendwas gemacht, wenn es gestorben ist. Das ist in so einem dummen Fließtext geschrieben, ich sehe es gerade nicht. Egal, werden wir dann merken. Okay, er opfert 2000, nee, 3000 Life Points. Hui. In Cowboy Range. Das ist nett. Das heißt, er muss meinen Wolf beseitigen, sonst hat er verloren. Denn sonst kann ich einfach Trickclown machen, Cowboy und fertig. Sonst weiß er ja nicht, dass ich Trickclown habe, oder? Doch, das weiß er. Hat er gesehen. Das heißt, er muss das einplanen. Tut er nicht. Okay. Es sei denn, die Fallenkarte macht was dagegen. Das werden wir jetzt rausfinden. Tschüss. Was machst du nochmal genau? Ist mir, glaube ich, egal. Ja, ziemlich. Och, nicht meine Blumenzwiebel. Ich wusste gar nicht, dass sie auf meinem Grave liegt. Wann ist die denn da gelandet? Ende meiner Runde, wegen meinen Lightspawns? Ich glaube schon. Graf kommt, der specialt aus dem Deck. Ist nicht weiter tragisch, ich kann jetzt einfach mit ihm hier. Ne, Moment, komm. Ich gucke erstmal, ob hier der Cowboy funktioniert. Weil dann hat man hier ja einen Insta-Win. Wenn er nur noch 800 Lifepoints hat. Tschüss. Ja, okay. Ich muss es ja nicht komplizierter machen, als es ist. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, damit wir uns sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!